die folgenden Plätze. Ganz in Rot die Dresdner, die Schützlinge von Uta Hohenhaus. La Pericola von Jacques Offenbach. Die Musik. Landefehler, aber gut ausgekantet von Manuela. Dreifacher Wurfsalcho. Doppelachse. Ich nehme zufrieden, wenn das vorbei ist, nach 1,40. Herrlicher doppelter Wurfachse. Vierfach Lassohebung. Thank you.
Noch einmal der doppelte Wurfachse. Meisterhaft wiederum. Schlusssekunde. Jawohl, bravo Manuela und bravo Uwe. Ja, wozu reicht es? Das habt ihr sehr gut gemacht, ihr beiden. Wenn man auch weiß, dass der Uwe Webers doch immer wieder unter Verletzungen zu leiden hat, dass er sich echt durchbeißen, durchkämpfen muss, dann kann ich nur den Hut ziehen. Ganz große Klasse. Moment, was wird hier gezeigt? Welcher Wurf? Sie sehen den Wurfansatz. Immer noch Riesenbeifall. 1, 2, 3, dreifacher Wurf. Ritzberger. Auch eine hohe Schwierigkeit. Uta Hohenhaus kann sehr glücklich sein. Gabi Wunsch, die Choreografin dazu. Die Dresdner Eiskunstsportanhänger überhaupt. Denn dort ist in den vergangenen Jahren viel geleistet worden. Wäre nicht ganz ausreichend für die Spitze, aber doch für den Vize-Weltmeistertitel, schätze ich. Der Kanadier gibt 5,2. Naja. 5,7, 5,7, 5,6, 5,8. Der Kanadier ist eine Kanadierin, muss ich korrekterweise sagen. 5,8, 5,7, 5,7, 5,8, 5,7, 5,7, 5,6. Die Noten für den künstlerischen Eindruck, Marx, für die Artistik. Achtung, nur die B-Note. 5,9, 5,7. Dreimal 5,9 dabei. 5,9. 5,9 vom jugoslawischen und vom US-amerikanischen Preisrichter. Jawohl. Die Entscheidung ist damit gefallen. Vize-Weltmeister sind Marga Beversdorf vom SC Einheit Dresden. Sehr herzlichen Glückwunsch. Die neuen Weltmeister.